Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Grauen aus der Tiefe, das verwunschene Herz. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Geisterschiff und jetzt geht's erst richtig los. Tja, dann fangen wir doch mal an. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Skelettant. Oh, da haben wir die Säge, das heißt, wir können runtergehen. Was haben wir denn hier? Ah. Also einer stimmt schon mal. Mechanismus bewegt sich nicht, bis ich alle drei Sterne eingesetzt habe. Ja, gut. Oder so? Was ist denn hier? Die Geschichte hat uns gelehrt, dass die Masten auf Piratenschiffen häufig verwendet wurden, um Geiseln daran zu fesseln. Oh, das ist ja auch ein Seestern. Was ist denn das hier? Oh, ein Korkenzieher, cool. Schauen wir uns hier genau um. Man braucht drei Schlüssel für den bewachten Oktopus. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Und die Krankenstube, okay, das dürfte interessant werden. Wimmel! Okay. Ah. Okay, das ist was anderes. Erstelle einen Gegenstand. Zack, 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 zack. Brauche ich noch das und das da. Ein Hammer haben wir bekommen. Super. Hier gibt es viele Gegenstände. Vielleicht finde ich später etwas Nützliches. Ich glaube, wir wissen alle schon, was das hier dann sein wird, und zwar ein Wimmelbild. Chemicals. Perhaps the skeleton pirate is holding the missing bottle. Ja, die hält er in der Hand, das habe ich schon gesehen. Und zwar die hier. You again? Why don't you leave old Smithy alone? Oh, you fancy his shiny fluid. Well, I accept bribes. I'm quite thirsty. Get me some grog, and I'll give you this rare bottle of chemicals. Okay, also Grog will er. Das heißt, wir haben schon einige Gegenstände jetzt mit. Da können wir, glaube ich, nicht mehr viel machen. Das heißt, wir gehen. Was ist denn hier? Oh! Cool, da wäre der nächste Stern. Was? Geht's noch? ETF. Oh. Da war gerade, dass Oktopusse sehr schlau sind. Ja, cool. Danke. Oh. Ein Rätsel. Schön. Gibt es mir jetzt oder immer noch? Jawohl, dankeschön. Und die Glocke nicht? Schade. Denn da braucht man irgendein Hahn oder sowas, ne? Diese Fässer sind stark beschädigt und der Großteil des Wassers ist ausgelaufen. Schade, schade. Oh. Die Falle wird meine Hand zerquetschen, ich muss sie auf andere Art entschärfen. Vielleicht so? Hi. Okay. Hey, damit hätten wir schon den ersten Schlüssel, oder? Ist das für das gedacht? Jawohl. Oh.
Okay, das heißt, wir machen weiter. Wir gehen jetzt zur Kombüse. Wimmel! Wow. Jetzt geht's los, ne? Was brauchen wir denn? Kohle. Reibe. Was hier? Oh. Was haben wir denn? Trockenfleisch. 3 Stück. Das haben wir sehr schnell gehabt. Den Schöpflöffel. Was haben wir denn noch? Fischgräten. Hier. Und ich gehe mal so Lex rein. Feldflasche, Bratpfanne. Was denn die Bratpfanne? Da. Zerbrochenes Messer, Knochen, Kräuter. Map. Was haben wir denn noch so? Knochen. Endknochen. Hä? Oh. Rezept, ein Kranich. Ja, wo ist denn der Kranich? Oh. Okay, jetzt noch der Knochen und dann... Und hier. So, geschafft. Ah ne, zerbrochenes Messer fehlt noch. Oh mein Gott. So, Kohle haben wir bekommen. Kohle. Was denn das? Oh. Diese alten Vorräte sind schon vor hunderten von Jahren verrottet. Jetzt stinken sie nach Moder. Lecker. Oh. Wasser, Rum, Limetten und Gewürze. Brauchen wir? Rezept Grog, okay. Das heißt dann wohl Kohle. Das brennt schon mal, aber. Oh. Laderaum. Ich glaube, wir müssen weiter, oder? Wir können da nicht viel machen. Jo, gehen wir einfach weiter. Oh. Okay. Das können wir wohl nicht aufmachen, hä? Nö. Schade. Boah, was ist das für ein Geruch? Uraltes Fleisch und Gewürz. Ja, Gemüse. Ist auch das gleiche. Was haben wir denn hier Schönes? Wow. So, was meinst du jetzt die Sachen hier? Richtig einordnen, hä? Wow. Alter Schwede. Irgendwie cool. Das ist hier. Das da ist. Das da da. Das hier kommt dahin. Du kommst hier hin. Und du kommst. Sag jetzt mal hier hin. Pistole. Hier. Stiefel. Hier. Anker kommt. So. So, irgendetwas stimmt da noch nicht so ganz. Achso, da fehlt ja noch was.
Jetzt können wir ins Munitionslager. Cool. Wow. Was denn das? Eine Kanonenkugel. Ja, das ist ein Wimmelbild, aber erstmal schauen, was der da uns zu sagen hat. So, you haven't been captured yet. I can tell it won't be long before Captain Remington takes care of you once and for all. You'll follow in the footsteps of your daughter. Just wait until we get to Skull Island, to our fortress. I bet Remington's plans have something to do with that other woman, the Countess, who appeared among us centuries ago. Now scram your bad luck charm. My wooden limb is itching, like there's something in it that I can't reach. Tja, so freundlich. Ist was anderes, aber gut. Was haben wir denn hier Schönes? Das Holzbein ist hohl, ich muss herausfinden, was da drin steckt. Ja gut, dann nehmen wir doch einfach mal den Korkenzieher. Plup. Ich brauche etwas Kleines und Präzises, um es zu entfernen. Hammer. Ne, haben wir jetzt leider noch nichts. Also schauen wir weiter. Die ist rostig und mit Unrat gefüllt. Ja, super. Sag mal ordentlich durchpusten, ne? Gut, mach mal Wimmel. Wimmelbild. Eine Kriegssichel. Nepp. Schon wieder ein Lag. Warum habe ich immer Lags? Liegt vielleicht am Aufnehmen, keine Ahnung. Achso, das war keine Kriegssichel, sondern nur eine Sichel. Okay, dann ist das hier die Kriegssichel. Einen Tintenfisch. Dreizack. Dreizack ist hier. Eine Laterne. Pillepalle ist da. Anker. Habe ich doch vorhin gesehen. Anker. Na gut. Ah, okay, Tintenfisch hier. Was brauchen wir denn noch so? Anker, Ruder, Helm. Helm ist hier. Ruder. Hm? Verschlossen. Dann öffnen wir es. So. Jetzt brauchen wir noch ein Horn. Okay, Horn. Anker. Das Ruder. Das Ruder. Bin gerade am Schauen, aber. Ah. Okay, hier. Zitral. Ha! Eine geladene Büchse. Cool! Eine neue Errungenschaft. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Eine Meißel. Okay, was wir mit der Meißel machen können, weiß ich schon. Da habe ich schon so eine Ahnung. Schießpulver ist nass und verklumpt. Es ist nicht mehr zu gebrauchen. Schade. Ja, da kann man hier nicht mehr viel machen. Nö. Geht auch nicht. Hier können wir auch nichts tun. Hier auch nicht. Da ehrlich gesagt auch nicht. Dann gehen wir hier hin. Dahin. Oh! Mom! You have to help me! The pirate is heading for some forgotten Caribbean island! Beware! There's something heavy on top of the planks. I can't move them. There's something heavy on ja, top ja, of the planks. Sagen, I can't move them.
Wir brauchen noch einen Hammer. Gut, dann haben wir auch. Sauber. Das wäre dann der letzte Stern. Jetzt haben wir zwei Stück. Also schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Würde ich ja mal sagen. Legen wir los. Ehi. Nö. Ach man. Na doch, okay. Mist! Nein. Nein, das geht nicht. Ach man, warum? Ach nö. Ist das nervig, Gott. Oh Mann. Gelb-blau. Na, das geht auch nicht, Mann! Alter, jetzt stelle ich mich aber dann an. Dabei war das Rätsel so einfach. Zweimal dieselbe Farbe geht nicht. Ja, jetzt da! Na, endlich, ey. So schwer ist es doch nicht, wirklich. Es ist Wimmelzeit. Oh. Ein Papageienschädel. Spielkarten. Einen Edelstein. Fernrohr. Einen Spiegel. Zigarre. Pistole. Da. Gürtel. Gürtel hier, Anker. Hier, Zirkel da. Dann was haben wir denn hier? Kreuz. Und hier, Zapfhahn. Benötige einen Knauf, okay. Ein Zapfhahn. Oh, weniger als eine Minute ab. Super. Läuft bei mir. Zapfhahn, okay. Das heißt, wir gehen hier runter. Oh, Wimmel. Alter, schon das nächste Wimmel. Honigwabe, Augapf. Oh, jetzt wird es schon ein bisschen. Boah, ist das ein Durcheinander hier. Eine Machete. Machete. Wo ist denn die schöne Machete? I need the Machete! Mörser haben wir da, ein Haken. Und hier ein Blutegel. Wo ist denn der Blutegel? Hobel haben wir hier. Der Blutegel, wo war der? Map, 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 map. Was haben wir noch so? Okay, der Blutegel, Messer. Messer. Jetzt haben wir noch so eine Schere. Die haben wir hier, eine Feder und eine Ahle. Blutegel, ist das kein Blutegel? Nein. Ist es nicht. Hm?
Wollt ihr denn? Machete sehe ich auch gar nicht. Na doch, da hinten. Ciao zusammen, ich bin Machete 24. Jo. Blutegel und Feder. So. Feder ist da hinten, der Blutegel ist hier. Jetzt noch die Holz. Der Holzfuß. Wollt denn der? Oh. Coole Sache. Damit hätten wir die Pinzette. So, und ich würde sagen, die Zeit ist schon wieder vorbei. Die Zeit vergeht, das ist nicht normal. Tja, es wird langsam spannend, ne? Die ersten Wimmelbilder. Und ja, cooler Rätsel. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis denne, tschüss.